Wir befinden uns hier in der Pfalzbibliothek, einer Spezialbibliothek zur Region Pfalz. Und bei uns findet man ganz viele Informationen in verschiedenen Formen und Medien über die Pfalz. Wir sind eine sogenannte Magazinbibliothek, das heißt, wir haben ein Magazin, ein Lager. Wir haben etwa 90.000 Medien. Das umfasst nicht nur Bücher, sondern eben auch andere Formen. Das sind Computermedien, das können historische Karten sein, Fotografien, also je nachdem, was eben diese Information trägt. Wir haben im Lesesaal einen kleinen sogenannten Freihandbereich, wo man selbst stöbern kann und sich ein Bild davon machen kann, was wir so haben an Büchern. Für Kinder haben wir immer wieder was im Angebot. Wir haben zwar nur eine kleine Kinder- und Jugendecke, aber wir haben dieses Jahr zum Beispiel wieder den Lesesommer gemacht. Ansonsten haben wir immer Veranstaltungen unterschiedlicher Art, die wir hier in den Räumen von der Pfalzbibliothek eben zeigen können. Die Bibliothek ist prinzipiell allen Nutzergruppen offen, die sich eben auch für die Pfalz interessieren, geschichtlich interessieren und eben unsere Angebote wahrnehmen wollen. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Eröffnung der Ausstellung über Horst Eckel hier in der Pfalzbibliothek. Frau Dr. Klapp kann leider heute nicht hier sein und lässt sich entschuldigen. Horst Eckel wäre heute 90 Jahre alt geworden und ich freue mich, dass wir diese Ausstellung ihm zu Ehren hier bei uns zeigen können. Sie ist ein Teil einer größeren Präsentation, die bereits vor ein paar Jahren im Pfälzischen Sportmuseum in Hauenstein zu sehen war. Sämtliche hier gezeigten Objekte sind Leihgaben der Familie Eckel. Stefanie Werner vom FCK-Museum und Martin Clemens haben alles eingerichtet und aufgebaut. Als Gäste begrüße ich ganz herzlich Dagmar Eckel, die im Gespräch mit dem Sportjournalisten Gerhard Mertin über ihren Vater erzählen wird. Außerdem den internationalen Schiedsrichter Dr. Markus Merck, Ottmar Frenger von der Horst-Eckel-Stiftung und Tobias Frisinski von der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Sie werden an Horst Eckel aus ihrer ganz persönlichen Sicht erinnern. Als erstes möchte ich Herrn Frenger ans Mikro bitten. Danach wird Herr Frisinski sprechen und dann Herr Merck und den Abschluss werden dann Frau Eckel mit Herrn Mertin bilden. Vielen Dank. Liebe Dagmar, meine sehr geehrten Damen und Herren, der heutige Tag, der 8. Februar, könnte ein Feiertag sein, ähnlich wie die vorausgegangenen runden Geburtstage von Horst Eckel. Nur zwei seiner Kameraden haben dieses Jubiläum erreicht, Hans Schäfer, sein Zimmernachbar bei der Weltmeisterschaft 1954 und Bernhard Fuchs, der deutsche Meister von 1951. Horst wäre der dritte im Bunde gewesen. Am 3. Dezember, 10 Wochen vor seinem Ehrentag, musste er unsere Welt verlassen. Ein großes Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen, die irdische Uhr war abgelaufen. Sein Geburtstag ist nun zum Gedenktag geworden. Ein Anlass, das Leben und Wirken von Horst Eckel zu würdigen. Als sich die Nachricht von seinem Ableben wie ein Lauffeuer verbreitete, stand die Zeit für einen Moment still. Beklemmung und Trauer hielten Einzug. Menschen jeden Standes, ob Mitbürger, namhafte Sportler, Politiker oder ehemalige Wegbegleiter, waren zutiefst betroffen. Der letzte Fußballweltmeister von 1954 ist von uns gegangen. In ihren Beileidsbekundungen und Erinnerungen haben alle ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht, ein positives Bild und eine ehrende Anerkennung gezeichnet. Attribute wie Vorbild für die Ewigkeit, Bodenständigkeit oder Star ohne Allüren wurden oft verwendet. Dabei hörte Horst den Begriff Star nicht gerne. Er ist trotz seiner Erfolge und Berühmtheit bis zuletzt der fantastische Fußballer, Sportler und der wunderbare Mensch geblieben.
Wir lernten uns vor mehr als 50 Jahren kennen, der Weltmeister und der kleine D-Jugendspieler. Später in den 90er Jahren, Horst hatte bereits die 60 überschritten, spielten wir zusammen in der Traditionself, sowohl auf dem Feld als auch in der Halle. Horst war immer noch ehrgeizig, er wollte, wann immer er konnte, jedes Spiel mitmachen. Und bis zum Ende natürlich und auch gewinnen. Mit ihm an der Seite haben wir kein Spiel verloren. Aber ihn auszuwechseln war auch ein Wagnis. Vor allen Dingen war er kein Freund, nur mit der Mannschaft einzulaufen, den Zuschauern nach allen Seiten zu winken oder nach 10, 15 Minuten und 4, 5 Ballkontakten den Platz wieder zu verlassen. Dafür war er als passionierter Fußballspieler auch im fortgeschrittenen Alter nicht zu haben. Vielmehr war er immer in Bewegung und anspielbar. Wenn er den Ball nicht bekam, signalisierte er, hey, ich bin auch noch da, ich spiele auch noch mit. Nach den Spielen, als die meisten bereits unter der Dusche standen, blieb er auf dem Platz, umringt von Autogrammjägern, schrieb Autogramme auf alles, was sie mitgebracht hatten, Fotos, Bälle, Wimpel und Trikots. Den Journalisten gab er bereitwillig Interviews. Mit Horst folgten viele gemeinsame Verpflichtungen wie Wohltätigkeitsspiele, Hallenturniere und Fußballtalks. Die anregenden Gespräche und seine bildreichen Erzählungen von der Walter-Elf und der Nationalmannschaft waren stets ein Genuss. Die Zuhörer hingen regelrecht an seinen Lippen. Die meisten hatten ihn nie spielen sehen, aber sie fühlten sich dennoch, als wären sie selbst dabei gewesen. Horst hatte die Gabe, alle auf seine Zeitreise mitzunehmen, ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen. Die Mannschaft war der Star, unter der klugen Führung von Sepp Herberger und der Genialität von Fritz Walter. Als 1954 die Nationalhymne spielte und sich die Kameraden an den Händen hielten, wusste ich, so sagte Horst, ich bin nicht allein, nie mehr. Der Geist von Spiez hielt ein Leben lang. Die Weltmeister sind nun im Himmel vereint. Eine besondere Ehre für mich war die Berufung in den Stiftungsrat der Horst-Eckel-Stiftung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, nach dem Vorbild und Werten von Horst den Fußball als Zugpferd für soziale Zwecke zu nutzen. Diesen Auftrag werden wir weiterführen. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. Mit Horst haben wir nicht nur den letzten Weltmeister und deutschen Meister, den Ehrenspielführer und Ehrenmitglied des 1. FC Kaiserslautern verloren. Vor allem ist ein Ehrenmann von uns gegangen, der trotz seiner Berühmtheit stets einer von uns war. Ein Vorbild an Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft, Bodenhaftung und Demut. Jetzt schaut er uns von oben vom Himmel zu und stößt vielleicht mit Fritz Walter Sekt, wenn es denn im Himmel gibt, mit seinen Kameraden auf seinen 90. Geburtstag an. So, an seinem 90. Geburtstag an Horst Eckel zu erinnern, noch mit persönlichen Worten, ist eine ganz besondere Freude und große Ehre. Und wenn ich persönlich an ihn denke, dann fällt mir unsere erste Begegnung ein. Die war tatsächlich im November 2009. Ich war damals frisch zur Sepp Herberger Stiftung nach Köln versetzt worden und ich dachte, ich muss unbedingt jemanden treffen, der mir über Sepp Herberger etwas erzählen kann aus eigenem Erleben. Und dann lag es nahe, Horst Eckel um einen Termin zu bitten. Wir haben uns dann in diesen Wintertagen gar nicht weit von hier im Fritz-Walter-Stadion getroffen. Er trug seine braune Lederjacke mit dem dicken Fellkragen und saß mir gegenüber, freundlich nett, und hat mich angeschmunzelt und hat den jungen Mann dann mal erzählen lassen. Und ich ihn als erstes mal gefragt, Herr Eckel, sagen Sie mal, warum machen Sie das? Warum engagieren Sie sich für die Stiftung? Und er hat mich dann einigermaßen verständnisvoll, aber vielleicht auch verständnislos, ob meiner Frage angesehen und hat gesagt, naja, ich mache das für den Chef. Und wenn ich dann die letzten 12 Jahre Revue passieren lasse, das war ein sehr eindrucksvolles Zitat, weil alles, was er gemacht hat, auch gerade für unsere Stiftung, war immer von diesem Respekt und von dieser übergroßen Wertschätzung für Sepp Herberger geprägt. Das war ihm kein Termin zu viel. Er hatte tatsächlich diesen berühmten Sprachfehler, den man manchmal hat, wenn man nicht Nein sagen kann. Er hat jeden Termin für die Sepp Herberger Stiftung wahrgenommen, insbesondere in Justizvollzugsanstalten. Wenn wir dann losgefahren sind,
oder zurückgefahren sind, hat er oft gesagt, Tobias, wenn Sie uns mal erwischen und in Haft nehmen, dann kriegen wir ein paar Jahre angerechnet, weil wir so oft gemeinsam in Haftanstalten gewesen sind. Und ich erinnere insbesondere einen Besuch in der JVA in Weiterstadt, in der Nähe von Darmstadt, auch eine Strafanstalt, wo tatsächlich Männer inhaftiert sind mit sehr schwerwiegenden Delikten. Es war im Sommer, im August. Und wir haben diese Halle betreten, die auch irgendwann in den 70er oder 80er Jahren gebaut wurde und seitdem nicht mehr sehr häufig saniert worden ist. Und diese Luft in dieser Halle, die war zum Schneiden, blauer Linoleumboden, sehr viel Lärm in dieser Halle. Und wir betreten diese Halle, er geht über die Schwelle zur Tür und sofort war Stille. Und diese Männer, die dort Fußball spielten, hielten komplett inne, um dann in Applaus überzugehen für einen Mann, den sie selber nie das Trikot der Nationalmannschaft haben tragen sehen können, weil dafür waren sie zu jung. Aber sie hatten vor allen Dingen auch allesamt einen Migrationshintergrund. Das heißt, das waren Männer, die kamen aus anderen Ländern hier nach Deutschland. Die kannten die Weltmeister von 54 nicht. Aber sie hatten diesen Respekt vor dieser großartigen Persönlichkeit, die sich da auf den Weg gemacht hat, zu ihnen zu kommen. Auch das war Horst Eckel. Und wenn ich weiter darüber nachdenke, bei all diesen Terminen, auch in der Sepp-Herberger Grundschule in Weinheim beispielsweise oder bei anderen Fußballveranstaltungen, auch im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, er hat es sich nie nehmen lassen, seine Autogramme zu schreiben. Aber nicht einmal ein Edding genommen und so ein bisschen Pinselstrich ganz schnell, sondern er hat sehr sorgfältig in einer sehr großen Ruhe seinen Namen geschrieben. Horst Eckel. Und wenn das pro Person 2 Minuten gedauert hat, dann hat es pro Person 2 Minuten gedauert, auch dann, wenn ihm 100 Personen gegenüberstanden und auf ein Autogramm warteten. Ich habe dann mal gesagt, Horst Eckel, das dauert doch ein bisschen lang. Nein, hat er gesagt, der Chef, also Herberger, hat immer gesagt, wir sollen ordentlich unseren Namen schreiben, das haben die Leute verdient und dann mache ich das so. 2017 hatten wir dann die große Ehre, mit Dagmar Eckel und der Familie die Horst-Eckel-Stiftung einrichten zu dürfen, die wir seit dieser Zeit als Treuhandstiftung in der Sepp-Herberger-Stiftung begleiten dürfen. Und da hat sich für uns auch insofern ein Kreis geschlossen, als dass wir damals die Möglichkeit bekommen haben, Horst Eckel im Rahmen unserer Möglichkeiten was zurückzugeben. Das haben wir sehr gerne getan und werden auch künftig das sehr gerne und mit größter Überzeugung tun, weil das Vermächtnis der Helden von Bern um ihren Trainer Sepp Herberger, das bleibt insbesondere in der Sepp-Herberger Stiftung des Deutschen Fußballbundes lebendig und auch in der Horst-Eckel-Stiftung lebendig. Horst Eckel war ein großartiger Mensch, eine großartige Persönlichkeit, ein großer Sportler mit eindrucksvollem Lebensweg, aber vor allen Dingen war er ein feiner Mensch, der sich selbst trotz all dieser Erfolge nie verloren hat. Ich bin kein Held, hat er immer gesagt. Ich bin der Horst aus Vogelbach. Und auch das hat ihn ausgezeichnet. Diese Bescheidenheit, diese Demut, die heute im modernen Fußball vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich verloren zu gehen droht. Und auch insofern tun wir uns allesamt, die den Fußball lieben, die den FCK lieben, die die Nationalmannschaft lieben, gut daran, sein Vorbild uns vor Augen zu behalten. Und immer da, wo das möglich und angezeigt ist, ihn zu ehren und wertzuschätzen. Und das tun Sie mit der Ausstellung hier auch. Und das ist ganz großartig, dass Sie es tun. Und die Ausstellung mit all diesen großartigen Exponaten hat ganz viele Besucherinnen und Besucher verdient. Und ich bin ganz sicher, das wird bis April so der Fall sein. Und viele Menschen werden dann diesen Geist von Horst Eckel weitertragen. Vielen Dank, dass Sie das machen. Ja, liebe Dagmar Eckel, liebe Freunde von Horst. Der 8. Februar 2022, der 9. Geburtstag unseres Idols und meines Freundes Horst Eckel. Es ist ein bewegender Moment für mich, hier zu sein, zur Eröffnung dieser Ausstellung. Die letzten Wochen rund um unseren Freund Horst Eckel, die haben uns alle, auch mich, geprägt. Alles hat seine Zeit. Es gibt die Zeit des Schmerzes und des Trauers, eine Zeit der Stille und der Besinnung. Jetzt und heute empfinde ich eine unfassbare Dankbarkeit
Horst Eckel, 90 Jahre. Und wie gerne würde ich und würden wir alle jetzt hier wahrscheinlich sein und ich ihn begrüßen dürfen, wie es immer so war, ihn in den Arm nehmen und so etwas ihn foppen und sagen, Horst, mein Held. Und ich spüre dann, wie er mich drückt und sagt, hör auf mit dem Quatsch, ich bin kein Held. Doch, für wahr, er ist ein Held, eine sportliche Legende. Es ist mir eine große Ehre und Freude, ein paar meiner Erinnerungen mit Ihnen, liebe ZuschauerInnen, teilen zu dürfen. Vor ein paar Wochen war ich bei meiner Mutter und sie sortiert so ein bisschen die alten Reliquien auch unseres Hauses, der sportlichen Familie, der FCK-Familie Merck. Und dann drückte sie mir so einen Umschlag in die Hand. Die Älteren unter uns werden es kennen. Ein Umschlag für Fotos, nicht digital, analog. Und sie hat einen Zettel draufgeschrieben, sagt, Bilder der Walderelf und ein paar mehr. Und ich nehme die Bilder raus, ein ganzer Stapel. Und unter anderem eben dieses fantastische Bild. Exakt dieses. Ein altes oder junges Bild von Horst Eckel. Und ich denke mir, naja, so eine schöne Reproduktion. Und ich drehe es dann rum und dann steht hier Horst Eckel, jüngster deutscher Nationalspieler. Er hat bereits 14 Länderspiele. 14 Länderspiele, also eine alte Autogrammkarte von Horst Eckel. Ich blätter weiter und auf den anderen Karten waren Unterschriften von Fritz Walder und ein paar Worte mehr von Ottmar Walder mit dem Datum 26. Februar 1955. Und ich denke mir, Mensch Horst, warum hast du diese Karte eben nicht unterschrieben? Und dann so im Licht des Spiegel des Lichts sehe ich wie eine Gravur. Die Farbe ist verblasst in freundlicher Erinnerung an meinen Freund Rudi Merck, mein Vater, dein Horst. Eine Originalkarte von 1954, 1955 von meinem, unserem Freund Horst. Sie bleibt in meinem Besitz. Sie wird nicht Teil dieses Museums, wo so viele wunderbare Dinge ausgestellt sind. Eine Autogrammkarte, deren Farbe verblasst ist. Ein Autogramm, das in den Hintergrund getreten ist. Und vielleicht passt es so unfassbar auch symbolisch zu diesem fantastischen Menschen, zu einem seiner ganz großen Werte, der Bescheidenheit. Seine Werte. Deswegen ist es ein unfassbares Privileg, diesen Menschen, Horst Eckel, und die Menschen seiner Zeit kennenlernen zu dürfen. Werte, die insgesamt auch mich geprägt haben und heute noch prägen. Und wir sprechen oft, auch im FCK, in Fußball Deutschland, über Werte. Aber wir müssen uns alle immer wieder hinterfragen, leben wir diese Werte noch? Disziplin, Anstand, ich habe es eben gesagt, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Demut, um nur ein paar dieser Werte von Horst Eckel zu nennen. Werte, die auch mich dann in meiner sportlichen Laufbahn als Schiedsrichter immer geprägt haben und die ich immer wieder gerne selbst überprüfe, auch in Gedanken an Horst. Ich habe ihn früh kennenlernen dürfen. Das genaue Datum ist mir nicht so bekannt. Es war wahrscheinlich schon irgendwo so in Anfang 70er Jahren und dann immer mehr. Aber mir wurde es dann erst in den 90er Jahren bewusster. Warum? Weil wir natürlich auch viel mehr Kommunikation hatten, auch auf dem Spielfeld. Ich damals schon, als einer der jüngsten Schiedsrichter jemals in der Bundesliga. Aber er, Horst, der Fußballweltmeister, der immer jung geblieben ist. Jedem Ball ist er nachgerannt. Der Fußball war seine Liebe, der Ball war seine Liebe. Wir haben es eben schon so ein bisschen gehört. Es war immer interessant, dem Horst beim Spielen zuzuschauen. Ob in der Traditionsmannschaft des FCK, ob in der Lotto-Elf
oder egal für welchen wohltätigen Zweck. Horst war immer da, Horst wollte immer spielen und er wollte immer die volle Spielzeit spielen. Und da gab es die Horst-Eckel-Regeln. Für den Trainer wechselt den Horst nie aus. Für seine Mitspieler spielt den Ball zum Horst. Und für den Schiedsrichter und auch, das muss ich erfahren, für mich, pfeif nie gegen den Horst. 1990 hat die FIFA einen Beschluss gefasst. Schienbeinschoner zur Erhaltung der fußballerischen Gesundheit. Jetzt erklären Sie mal einem Horst Eckel 1990, der den Fußball geliebt hat, der spielen wollte, dass er plötzlich solche Manschetten um die Schienbeine tragen sollte. Und bei uns damals hier im Kreis war es für jeden Schiedsrichter eine große Ehre, eins der Spiele pfeifen zu dürfen, wo Horst Eckel, der Weltmeister, mitgespielt hat. Aber alle hatten ein Problem. Wie erklären wir dem Horst Eckel, dass er Schienbeinschoner anziehen sollte? Und so irgendwann hat man gesagt, Markus, du bist der Einzige, der das kann. Und wir hatten dann so ein Prominentenspiel, beziehungsweise was heißt ein Prominentenspiel? In dieser Zeit gab es einen großen Ehrgeiz immer zwischen der A-Jugend des FCK und der Traditionsmannschaft des FCK. Ein oder zweimal wurde dieses Spiel gespielt. Und da ging es nicht nur um Freundschaftsspiel, da ging es innerhalb des Clubs um Ehre. Und ich hatte dieses Spiel und vor dem Spiel beim Einlaufen, wir waren damals noch per Sie, da sagte ich, Herr Eckel, spitz Sie doch, Sie sind so ein großes Vorbild, stutzen hoch, Schienbeinschoner an. Die hielten in diesem Spiel exakt 5 Minuten, dann waren die Stutzen wieder unten. Horst Eckel regeln. Aber wer diese Faszination, diese Liebe zum Fußball bei ihm gesehen hat, diese Leidenschaft, das immer gewinnen wollen, dem wurde auch bewusst, sehr schnell bewusst und für mich als junger Mensch, warum Horst Eckel aus Vogelbach über Kaiserslautern, der FCK kommend, Fußballweltmeister wurde. Es ist harte Arbeit, es ist Ehrgeiz, Wille und Leistung. 2005 durfte ich an einer Veranstaltung im WM-Globus teilnehmen. Für die Jüngeren kann man das vielleicht mal sagen, über 1,5, 2 Jahre ist der WM-Globus damals vor unserer Fußball-Weltmeisterschaft im Sommermärchen 2006 durch Deutschland gereist. Ein riesiger Globus, wo etwa 200 Menschen bei Veranstaltungen teilnehmen konnten. Und ich wurde eingeladen zusammen mit Horst Eckel und Ottmar Walder. Es war ein faszinierender Abend für mich. Weniger als Gesprächs- und Diskussionspartner, mehr als Zuhörer. Wie die beiden stillen, doch leiseren gegenüber Fritz Walder, dann an diesem Abend plötzlich, ohne große Moderation, miteinander diskutiert haben. Und werde nie vergessen, wie Ottmar Walder dann zu ihm gesagt hat, zu Horst, dich habe ich viel lieber bei jedem Trainingsspiel in meiner Mannschaft gehabt, weil das war immer so schwierig. Hat man dich einmal umspielt, warst du schon wieder da. Der Windhund, der schnelle Spieler, der früher einmal, das wissen die wenigstens, Mittelstürmer war, Horst Eckel. Immerhin in 213 Spielen für unseren ersten FC Kaiserslautern hat er 64 Tore erzielt. Wissen die wenigstens, warum? Weil Sepp Herberger eine Idee hatte, ihn umzufunktionieren. Das ist der Kopf der ungarischen Mannschaft. Nicht Puskás, Hedekuti. Das ist die zentrale Stelle des ungarischen Spiels. Und du musst ihn ausschalten. Sonderbewachung. Horst Eckel, der Mann für Sonderaufgaben. Und Horst hat in diesem Globus dann wunderbar so gesagt, ja, ich war vielleicht nicht der Talentierteste, aber ich war immer ein Kämpfer. Und ich war auch nicht der Kräftigste. Ich war eher schmächtig, aber ich hatte spitzen Knochen, Knie und Ellbogen. Und es tat den Gegnern unfassbar weh. Horst Eckel. Vor 3 Jahren durfte ich ihn erleben, unerwarteterweise. Bei einer großen Veranstaltung von Sportbild.
bin dort jedes Jahr eingeladen und hat damals gesagt, ach, einmal nimmst du jetzt die Einladung wahr, unwissend, dass an diesem Abend, erst Tage vorher erfahrend, dass Horst Eckel den Award für das Lebenswerk bekommen sollte. Es war ein faszinierender Abend für mich in der Beobachtung, weil wir ja oft denken, ja, regional, Horst Eckel, nein, überregional. Lebenswerk, ein Award für Lebenswerk mit anderen großen Persönlichkeiten. Und faszinierend war, was sich anschließend zugespielt hat. Es wurden alle, die an diesem Abend irgendwo geehrt wurden, alle Prominenten, die sollten irgendwo in einen Nebenraum zur Presse extra nochmal für Bilder den Award präsentieren. Und ich bin dann mit Horst in diesen Nebenraum gefühlt, 40, 50 Fotografen, Riesentrubel, unter anderem waren dort auch zum gleichen Zeitpunkt Lewandowski, Robben, Felix Neureuther. Und alle Journalisten, alle Fotografen wollten jetzt ihr Bild dieser Stars schießen. Und diese Stars hatten nur eins im Sinn. Sie wollten ein Bild mit Horst Eckel. Zeitlos. Horst, ein Held, ein zeitloser Star. Faszinierend für mich auch das zu beobachten. Und Horst Eckel verkörpert das, was für uns in dieser Region oft schwer nachvollziehbar, die Underdogs, die Menschen aus der Provinz. Es ist so ein bisschen die Geschichte von David und Goliath. Menschen aus unserer Region, Sportler, die ausgezogen sind, um Großes zu erreichen. Horst Eckel, unsere Helden von 54, die Waldermannschaft, Karl Miltenberger und bestimmt noch viele mehr. Titel, Orden, Auszeichnungen, Personen und Persönlichkeiten gibt es genug. Und Horst hat so viele Titel und Auszeichnungen. Aber für mich, die größte Auszeichnung von ihm, ist es eben, dass er zeitlos geblieben ist. Warum? Er hat das geschafft, was ein Vorbild eben schaffen kann, wenn er ein Vorbild ist. Es ist eine große Gabe, so zu bleiben, wie man ist und nie zu vergessen, wo man herkommt. Das war immer Horst Eckel. Akribisch, Arbeiter, demütig, immer geblieben, wie er ist. Für den Erfolg, für seinen Erfolg dankbar zu sein. Das sind Werte, die ich heute noch unfassbar fantastisch finde. Oftmals sind es Werte, die anmuten, als wären sie aus einer anderen Zeit. Sein größter Erfolg für mich ist aber die unfassbare Wertschätzung, die er eben von anderen Menschen bekommt. Und kurz nach seinem Ableben, wir hatten ein Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mindestens eine Halbzeit, bin ich immer dort, wo das Herz des Fußballs schlägt. Das Herz des FCK in der Westkurve. Und ich werde nie diesen Augenblick vergessen, in der Schar von jungen Fans und ein etwa gefühlt 25-jähriger Fan sagt zu mir, Mensch, Markus, der Horst, das kann doch nicht wahr sein. Das ist einer von uns. Ein 25-jähriger FCK-Fan, der Horst Eckel nie persönlich getroffen hat, der ihn hat nie spielen sehen, der ihn nur kennt. Große Wertschätzung der Menschen für Horst Eckel. Heute ist sein 90. Geburtstag, lieber Horst. Ich drück dich trotzdem. Sag, mein Held, ob dir es jetzt gefällt oder nicht. Du bist Zeitzeuge deutscher Sport und sicher FCK-Geschichte. Du bist und bleibst für uns alle ein sportliches und menschliches Vorbild, Idol, Held, Legende. Du bist einer der Väter dieser großen FCK-Tradition.
ein fantastischer Sportler, Mensch, großartig wertvoll, oder wie der Titel dieser Ausstellung ist, Horst Eckel, Windhund, Weltmeister und Mensch. Lieber Horst, auf deinen 90. Deine Werte, wir werden sie pflegen, sie müssen uns Erinnerung bleiben, nicht nur darüber reden, sondern in deinem Sinne handeln. Wenn ich ganz kurz, bevor du anfängst, das Wort ergreifen darf, aber bitte. Ich möchte mich ganz herzlich für die Ausstellung bedanken und auch bei meinen Vorrednern, das ging mir sehr zu Herzen und sprach auch aus meinem Herzen. Und ich habe seit längerer Zeit das erste Mal wieder herzlich gelacht. Dafür Dankeschön. Ja, Dagmar, wir haben es gehört, die Ausstellung Windhund, Weltmeister und Mensch wird heute eröffnet zu Ehren des 90. Geburtstages von ihrem Vater, dem einen Helden von Bern, der er nie sein wollte. Wir waren heute Nachmittag schon am Friedhof in Vogelbach. Vielleicht kannst du uns etwas in deine Gedankenwelt, in die heutige mitnehmen. Was gingen dir für Gedanken heute durch den Kopf? Ich habe natürlich sehr viel an Papa gedacht, das ist ganz klar. Es war ein schwerer Gang, denn ich vermisse ihn sehr. Aber ich bin auch voller Dankbarkeit für die schöne Zeit, die ich mit ihm verbringen durfte. Und ja, ich achte und respektiere ihn sehr und er war für mich ein wundervoller Vater. Horst Eckel ist ja auch heute noch nach so vielen Jahren seines größten Triumphes immer noch sehr populär. Die Popularität ist eigentlich ungebrochen. Wie kannst du dir das erklären, dass auch heutige Generationen mit dem Namen noch so viel verbinden und anfangen können? Ich glaube, es kommt vor allem auch daher, dass er sehr authentisch war und dass er ein Mensch mit einem großen Herzen war. Er hat uns Kindern immer gesagt, achte dein Gegenüber. Die Würde des anderen ist sehr wichtig, erheb dich nie über andere Menschen. Und genau das hat er immer gelebt, er hat es uns vorgelebt. Wenn man ihn gesehen hat im Umgang mit anderen, dann hat man sofort gemerkt, dass da einfach eine Herzlichkeit rüberkam, die die Menschen angenommen haben. Und ich glaube, dass das auch in den Herzen aller geblieben ist. Und nach seinem Tod haben mich viele Menschen angesprochen und haben gesagt, er war ein ganz toller, eine ganz tolle Persönlichkeit und er hat ein Licht in unsere Herzen gesetzt. Und ich glaube, wenn man das sagen kann von einem Menschen und auch von seinem Vater, da kann man nichts anderes als sehr stolz sein. Ganz bestimmt. Ihr Vater hat ja sehr lange Fußball gespielt, in der Nationalmannschaft, im Verein, bei seinem ersten FC Kaiserslautern und war später auch noch Trainer. Damals war ja Fußball so fast eine hundertprozentige Männerwelt. Wie war er als Vater zu Ihnen, seiner Tochter? Ja, mich hat man immer gefragt, hat dein Papa sich nie einen Sohn gewünscht? Und ich glaube, so ein bisschen habe ich ihm den Sohn ersetzt, denn ich war als Kind mehr Junge als Mädchen. Ich habe Fußball gespielt, ich habe mich Ronny rufen lassen und ich habe auch verbotenerweise Fußball gespielt. Also Papa hat es gewusst, die Mutti hat es verboten und hat mir dann auch den Arm gebrochen. Und da hat er mich vom Spiel abgeholt und, oh, was machen wir jetzt? Wie sagen wir das der Mama? Also wir waren beide, aber es war dann okay, die Mama hat es respektiert, aber sie hat dann die Fußballkarriere beendet. Und ich habe so die ein oder anderen kleinen Geheimnisse mit ihm auch gehabt. Also er war ein ganz toller Vater. Also er war immer für uns da. Und wir konnten uns auch immer an ihn wenden. Er hat uns immer einen Rat gegeben und da möchte ich wirklich nochmal Danke an ihn sagen, wenn er mich hört. Also er hätte wohl mit einem gebrochenen Arm noch gespielt. Ich auch, ich habe mit einem gebrochenen Arm gespielt, ja, aber die Mutti fand das nicht so lustig dann. Die 84. Minute heißt sein Buch, das er 2004, also 50 Jahre nach dem WM-Triumph geschrieben hat. Und da beschreibt er so ein wenig seine Gefühle vor dem Spiel. Ich darf es gerade mal zitieren. Nervös,
schreibt er da, nein, warum sollen wir nervös gewesen sein? Wir hatten so viel erreicht. Heute würde es kein 3:8 geben, wie in der Vorrunde. Man muss sich einfach mal vorstellen, hat gegen Nandor Hidegudi gespielt, damals einen der besten Spieler der Welt, und war nicht nervös. War er tatsächlich so selbstbewusst? War das ein Wesenszug von ihm? Ich weiß nicht, ob Selbstbewusstsein so nennen ist. Er war einfach ruhig, er war cool, wenn ich das so sagen darf. Also er hat es auch nicht immer gezeigt. Er war schon aufgeregt von manchen Dingen, auch wenn er eine Rede halten musste. Dann hat er gesagt, komm, sag mal, wir schreiben die mal auf und zeig mir die mal. Und wie soll ich das schreiben? Wenn es dann soweit war, hat er die Sachen zur Seite gelegt und hat frei gesprochen. So wie er einfach war. Und das ist das, was auch beim Publikum ankam, was die Leute gespürt haben. Ja, das ist das, was wirklich wichtig war. An einer anderen Stelle in dem Buch, wo er dann nach dem Finale über seine Gefühle spricht, sagt er, ich hatte Gänsehaut, ich spüre, wie meine Augen wässrig werden. Ich wollte die Hymne mitsingen, ich konnte es aber nicht. War das dann die andere Seite des Horst Eckel? Auf der einen Seite cool und dann, wenn es emotional wird, dann auch ein emotionaler Mensch. Ja, er war schon ein sehr emotionaler Mensch. Und gerade was die Familie oder meine Mama auch betroffen hat. Ich weiß, er hat mir mal erzählt, dass er erst späterhin eigentlich bemerkt hat, was die Mannschaft geleistet hat. Dass in diesem Moment nur wichtig war, die Hand seiner Mitspieler zu ergreifen und zu stehen und zu wissen, wie schon gesagt, und ich bin nicht alleine. Wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, wir stehen füreinander ein und wir haben jetzt gewonnen. Und diese Gemeinschaftlichkeit, dieses Miteinander, das hat ihn geprägt. Nach der WM hatte Ihr Vater auch Angebote aus dem Ausland, also hätte sogar Profi werden können. Können Sie sich vorstellen, dass er sich jemals irgendwo anders wohlgefühlt hätte als in Vogelbach? Nein. Vogelbach, er ist in Vogelbach geboren, er hat eine Vogelbacherin geheiratet. Er war immer sein Leben lang in Vogelbach. Ja, er hat mir oft davon erzählt, als er dann das Angebot von England gemacht bekommen hat. Und es war für ihn ganz klar, also auch der Fritz und Ottmar hatten ja das abgelehnt, dass er das auch ablehnen wird. Also er wäre nie woanders hingegangen. Für ihn war FCK sein Leben. Das hat sich in allem gezeigt. Und das hat er mir auch immer wieder erzählt. Und seine Heimat war Vogelbach. Und der Betze musste immer in Sichtweite sein. Genau. Jetzt hat er aber sehr früh aufgehört, mit 26 Jahren in der Nationalmannschaft und 2 Jahre später dann beim 1. FCK. Hätte es ihn nicht gereizt, wie zum Beispiel Helmut Rahn, Max Morlock, die haben ja alle, oder ja, diverse andere, die noch Bundesliga gespielt, hätte ihn das nicht gereizt? Gereizt hätte es ihn mit Sicherheit in dem Sportlichen, dass er da hätte sich auch messen können. Er war ein Kämpfer, er wollte immer rennen und spielen. Aber ich glaube, in dem Moment war ihm das auch gar nicht so bewusst, als er aufgehört hat. Und er hat dann einfach in diesem Weg seinen beruflichen Weg gesehen. Und im Endeffekt hat es sich dann ja auch bewährt. Er ist dann auch Sportlehrer geworden und ist sehr in seinen Beruf aufgegangen. Also hat es auch nie irgendwie bereut oder so? Ich hätte Nein. da viel mehr verdienen also, können. Papa hat nie in der Richtung was bereut. Er hat gesagt, ich bereue nichts in meinem Leben. Das, was ich gemacht habe, habe ich gerne getan. Den Weg bin ich gerne gegangen. Und so hat er auch das nicht bereut. Und er sagt, es war heute, oh Gott, heute, wenn ich heute Fußball spielen müsste, ich glaube, das wäre gar nicht meine Welt. Damals, es war seine Welt, das war seine Zeit. Und aufs Geld, für ihn war Geld nicht so wichtig. Für ihn war das Fußballspielen wichtig, auf den Platz zu gehen, die Kameradschaft und zu kämpfen. Einfach nur Fußball zu spielen, das hat er mir mal gesagt. Also einmal Vogelbacher, immer Vogelbacher, in Vogelbach geblieben. Jetzt gibt es vom Fritz Walter ein Ehrengrab in Kaiserslautern. Es gibt eine Helmut Rahn-Statue in Essen, von Max Morlock in Nürnberg ebenso. Wie tief war die Enttäuschung, als man jetzt hören musste, dass Herr Eckel, Horst Eckel, der berühmteste Sohn Vogelbachs, kein Ehrengrab bekommen soll? Ja, es war für die Familie ist es schon eine Herzensangelegenheit, die Wertschätzung meines Vaters. Also wir legen ja, also das ist für uns das, was wichtig ist, dass Papa einfach die Ehre zuteil wird. Und ich denke auch, dass jetzt am Freitag das so entschieden wird und dann
dann freuen wir uns auch drüber. Also das heißt, in dieser Sache ist möglicherweise das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also ich gehe davon aus, dass es wirklich positiv enden wird. Dass es Ehrengrab, Horst Eckel ein Ehrengrab hoffen bekommt. Wir mal auch. Horst Eckel hat ja mit Ihnen zusammen eine Stiftung gegründet. Da geht es um Bildung. Junge Menschen werden mit der Kraft des Fußballs, wie er immer sagte, sollen die gefördert werden. Nicht den Kopfball, den Kopf wollen wir trainieren, war, glaube ich, ein Slogan. Was passiert jetzt mit der Stiftung? Du bist ja Geschäftsführerin. Geht es weiter oder gibt es da jetzt möglicherweise neue Überlegungen, das auszurichten? Wir machen weiter, ganz klar. Wir machen im Sinne vom Papa weiter, mit den Werten vom Papa. Und das wird mit Sicherheit schön und es ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich habe ihm versprochen, seine Werte weiterzutragen, auch die Werte der Mannschaft, denn er hat ja vieles oder fast alles von Fritz Walter und von Herrn Herberger gelernt und in diesem Sinne werden wir die Stiftung weiterführen. Das ist schön zu hören. Horst Eckel hat sich ja immer in den Dienst der Mannschaften gestellt. Wir haben es vorhin schon gehört, hat sich sogar umfunktionieren lassen vom offensiven Spieler zum Läufer, um eben diese wichtige Aufgabe speziell im Finale von Bern zu erledigen. Jetzt ist mit ihm der Letzte dieser Mannschaft gestorben. Ist es für dich einigermaßen tröstlich, dass diese Mannschaft, die ja uns allen, nicht nur Fußballfreunden, sondern auch ganz Deutschland, so viel bedeutet hat, dass die jetzt wieder vereint ist? Ist es so ein Trostgedanke? Ja, sicher, es ist ein Trostgedanke. Und ich vergesse nie den Moment, ich war mit ihm in der Schweiz in dem Hotel, wo sie 54 waren, im Belvedere. Und wir saßen auf der Terrasse und wir haben einfach zusammengesessen und haben geschwiegen und haben uns so angeguckt und ich habe gesagt, Papa, es ist wie wenn ich deine Kameraden sehe, wie sie miteinander, wie ihr untereinander scherzt, wie ihr euch zuruft. Und er sagt, ja Dagmar, genau das habe ich im Moment auch empfunden. Also dieser Geist von Spiez erlebt. Ich kann es wirklich nur selbst aus der Erfahrung sagen. Das war ein sehr ergreifender Moment. Und ich möchte auch noch in die Schweiz fahren und mich auch da nochmal von meinem Papa und von der Mannschaft auch verabschieden. Denn das war wirklich ein Schlüsselmoment für mich. Wir haben gesehen, du trägst die Uhr deines Vaters und da sind Steine drin vom Wankdorfstadion, das ja abgerissen worden ist mittlerweile. Was bedeutet es, das bei dir zu tragen? Das war mein Wunsch. Er hat die Uhr auch nie abgelegt, auch jetzt, als er älter war. Er hat gesagt, wo ist meine Uhr, wo ist mein FCK-Ring, wo ist mein E-Ring? Also das waren so die Dinge, die ihm immer sehr wichtig waren. Und ich fühle mich damit ihm verbunden. Also mein Vater ist für mich da, er ist bei mir, er ist in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und ich spreche auch oft mit ihm und höre auch oft seine Worte, die er immer wieder zu mir sagt. Und das gibt mir sehr viel Kraft und sehr viel Trost, diese Zeit zu überstehen. Und das ist für mich so eine Art Sicherheit, ja. Es wird ja jetzt sehr deutlich, dass die Bindung zwischen Tochter und Vater sehr eng ist, sehr emotional ist. Was wünscht sich die Tochter Dagmar Eckel, was von ihrem Vater im Gedächtnis der Menschen bleibt? Also ich kann jetzt davon sprechen, was in meinem Gedächtnis bleibt, ja, und ich habe immer viele lange Gespräche mit ihm geführt, ernsthafte, er hat sehr viel Humor gehabt, den Schalk im Nacken, sage ich immer, und ich sehe ihn im Sessel, wenn ich heimgekommen bin, wie er mich anguckt, wie er so ein bisschen schiefes Grinsen hat und diese großen, strahlend blauen Augen, in die ich geschaut habe und ich wusste, okay, jetzt geht's ihm gut. Und das ist das Bild, das ich in Erinnerung habe und das ich auch immer in meinem Herzen tragen werde. Das werden wir auch mitnehmen. Dagmar Eckel, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit für die Horst Eckel Stiftung und natürlich viel Erfolg, das Andenken des Vaters weiterzutragen. Das ist noch lange farbig und frisch. Das besteht. Das werde ich. Vielen Dank Ihnen hier auch.
Ja, herzlichen Dank für diese schönen und interessanten Begebenheiten und Erinnerungen, die doch ein genaues Bild zeichnen von dem Mensch Horst Eckel. Liebe Frau Eckel, wenn ich Sie noch mal kurz zu mir bitten darf. Heute am Geburtstag habe ich dann eine kleine Erinnerung für Sie. Vielen Dank. Eine Kopie der Zeitung vom Tag der Geburt von Ihrem Vater. Oh, das ist lieb, super. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz lieb. Dankeschön. Dann auch Sie nochmal herzlichen Dank für die Ausstellung und dass das hier stattfinden darf, denn es ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Sehr gerne, sehr gerne. Die Ausstellung ist jetzt ab morgen bis 8. April zu sehen, zu unseren normalen Öffnungszeiten. Diese Öffnungszeiten finden Sie bei uns auf der Website, wie auch die jeweils aktuellen Corona-Bedingungen. Im Moment haben wir 2G. Und auch im kurzen Abspann danach sind diese Daten nochmal angegeben. Ja, dann wünsche ich der Ausstellung viel Erfolg, viele Besucher und Besucherinnen. Und ja, kommen Sie zu uns und Horst Eckel. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.